Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Symposiums für Alpinmedizin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen aus der Medizin, sehr geehrte Bergbegeisterte, mein Name ist Dominik Schirl, bin ausgebildeter Anästhesie- und Intensivpfleger und freiwillig bei der Bergrettung in Grödig als zusammen mit Dr. Wilhelm Ball und Haas Manfred für die Ausbildung der Ersten Hilfe unserer Kameraden und Kameradinnen zuständig. Ich darf heute vor Ihnen stehen und Ihnen zum Thema Sinn und Unsinn der Ersten Hilfepackung bzw. was braucht man wirklich referieren. Als kurzen Überblick möchte ich nur einige Beispiele nennen, die uns im Bergsport im Alpinen treffen können. Ich möchte kurz über die Verpackung der Ersten Hilfepackungen sprechen, danach über die Mindestausrüstung, die wir benötigen, einen kurzen Überblick über Ausbildungsmöglichkeiten geben, die wir anbieten und zu guter Letzt eine Zusammenfassung darüber geben. Wir haben im alpinen Wesen sehr viele Möglichkeiten, Sport zu betreiben und zu betätigen. Sei es einerseits wie hier auf diesem Bild bei einer Tageswanderung, wo wir vielleicht eine verunfallte Person treffen, wo wir selbst vielleicht 1500, vielleicht 2000 Höhenmeter gegangen sind und hier nun jemanden treffen, wo wir entscheiden müssen, was ist zu tun. Sei es, wie gesagt, von leichten Tageswanderungen, sei es darum, wenn mein Partner klettert und plötzlich stürzt und eventuell 4 Meter über mir hängt, komme ich in eine Situation, wo es eventuell auch über Leben und Tod geht. Sei es wie bei Skitouren, zurzeit noch sehr gut, die Steilrinnen beginnen jetzt, also zurzeit noch super Verhältnisse. Sieht so aus, dass das Verletzungsmuster von diesen drei Beispielen natürlich ein anderes ist. Es kann passieren bei Skitourenunfällen, dass vermehrt Gelenksverletzungen wie Knieverletzungen einhergehen, vielleicht auch Kopfverletzungen, wie in dem nächsten Beispiel mit schweren Blutungen, schweren Kopfverletzungen bis zu Gehirnerschütterungen, die ich als Ersthelfer, wenn das mein Kamerad am Berg ist, versorgen muss bzw. soll. Oder natürlich kann uns auch treffen ein offener Bruch bei meinem Freund beim Abstieg. Wie wir vorher gehört haben, beim Abstieg passieren die meisten Fehler und man ist ermüdet und ebenso der Ersthelfer ist ermüdet. Zum nächsten Thema, zu den Verpackungen. Was soll jetzt eine Verpackung für die Erste Hilfe bringen? Sie soll einerseits einen Schutz vor Verschmutzung der Materialien bieten. Ganz logisch, der Rucksack ist nicht steril, der Rucksack ist nicht sauber. Ich muss eine Umgebung schaffen für die Materialien, die ich benötige, damit sie dort ordentlich verstaut sind. Was will ich noch? Ich will, dass sie kompakt sind. Ich will, dass sie kompakt irgendwo darin sind und hier eine Übersicht habe. Natürlich in Zeiten der GPS-Messung, der schnellen Aufstieg des leichten Materials, 50 Gramm ist ein wesentliches Gewicht für manche Leute. Und was will ich noch? Ich will, dass es strapazierfähig ist. Wenn ich mir jetzt ein Erste-Hilfe-Set für 60 Euro, 65, 70 Euro kaufe und das nach 2, 3 Saisonen kaputt ist, naja, dann würde man es nicht mehr kaufen. Das heißt, der Endverbraucher rechnet mit 5 bis 6 Jahre für das Erste-Hilfe-Packerl, wenn nicht sogar länger. Und zum Thema Wasserdicht möchte ich später dann noch dazu kommen. Ich muss mir das überlegen, was will ich mit diesem Paket überhaupt machen? Jetzt komme ich zur Mindestausrüstung. Die Mindestausrüstung ist, ich habe jetzt die Ausrüstungsliste genommen, die wir bei der Bergrettung in der Mindestausrüstungsliste haben, die aber durchaus Sinn ergibt und durchaus sich in der Literatur wiederfindet, dass einzelne Produkte Sinn im Erste-Hilfe-Wesen machen. Als Punkt 1, jeder kennt sie, die wenigsten haben sie vielleicht schon geöffnet, die Alu-Rettungsdecke. Alu-Rettungsdecke, ein Allrounder, ein vielseitiges Produkt mit 2 Schichten, eine Silber-, eine Goldlegierung, dient zu mehreren Zwecken, primär dient sie zu der Wärmereflexion. Sie ist keine Isolation, dient rein dazu, die Körperwärme wieder zu reflektieren und den Patienten zurückzugeben. Es gibt Unterschiede von der Seite, diese sind aber so gering und kaum messbar, dass es eigentlich egal ist, welche Seite ich auf den Patienten lege. Rein als optische Sicht wäre es vielleicht gut, die silberne Seite zum Patienten und die goldene nach außen, um vielleicht den Patienten hin zu der Umwelt abzugrenzen. Was sie zusätzlich dient, sie ist regenabweisend, also wasserdicht. Sie
ist winddicht und natürlich ist sie bei der richtigen Technik als Notfalltransporthilfe geeignet. Also ein Allrounder, der natürlich in keiner Notfalltasche fehlen sollte. Einweghandschuhe. Einweghandschuhe primär dazu, um sich selbst vor der Kontamination mit Blut zu schützen und in weiterer Folge eine adäquate Versorgung der Wunde durchzuführen, um diese möglichst keimfrei zu verbinden. Dafür also aber primär für den Eigenschutz, weil ich nicht weiß, welche Infektionen bzw. welche Krankheiten mein Gegenüber hat. Als nächster Punkt, jeder kennt es, das Dreiecktuch. Ein Dreiecktuch ebenso dient dazu, um etwas zu fixieren, dient dazu, etwas zu schonen, ein Gelenk zu schonen, beziehungsweise kann man es auch als Tragetuch verwenden, also ebenso eine Mindestausrüstung. Eine sterile Wunderflage Alu, nur kurz erklärt, hat eine Seite eine Aluminiumbeschichtung, die nicht mit der Wunde verklebt. Das ist der große Vorteil bei Abschürfungen bzw. bei wenig blutenden Wunden. Der große Nachteil, es saugt praktisch kein Blut auf. Das ist der große Nachteil. Im Krankenhaus, um dort die Wundversorgung durchzuführen, ist es ideal, weil es wirklich sich gut von der Wunde löst und man muss dort keine große Wässerung der Wunde durchführen. Also ein gutes Produkt und weiter die sterilen Kompressen, ganz normale Kompressen. Der große Nachteil, sie verkleben mit der Wunde und der große Vorteil, sie können Blut und Sekret aufnehmen. Also in Kombination mit einer die Aludecke auf die Wunde und rundherum vielleicht eine Kompresse, eine gute Alternative, um hier vielleicht eine etwas auch stärkere Wunde damit zu versorgen. Weiter möchte ich ein Fixierverband selbst haftend. Ich habe mir hier erlaubt, eine Firma zu nennen, die Firma PR Haft. Das beste Bild, was ich gefunden habe, ist im Endeffekt der Aufbau von einer Mullbinde, nur dass beide Seiten selbstklebend sind. Hat den großen Vorteil, ich muss, wenn ich etwas fixiere, die Enden nicht versorgen und es hält auch, wenn es nass ist. Das ist natürlich in der terrestrischen Bergung, bei der Bergrettung der große Vorteil und ich kann Druckverbände damit machen, ich kann, wie gesagt, etwas fixieren und ich brauche nicht ein zusätzliches Klebematerial, dass ich die Enden versorgen kann. Achtung, der große Nachteil, wenn es nass wird, beziehungsweise generell, es zieht sich immer weiter zusammen. Das ist bitte zu beachten, als Ersthelfer sollten Sie einen Druckverband anlegen müssen, den nicht zu fest wie beim Dreiecktuch. Das Dreiecktuch hat die Tendenz, dass es sich vielleicht wieder lockert, aber die Fixierverband selbsthaften zieht sich zusammen und macht dann eine etwaige Abbindung, die wir natürlich nicht wollen. Auch bei Schienungen eher lockerer anlegen, wird natürlich mit einem gewissen Druck, aber wird fester. Der nächste Punkt, ganz normale Einmalpflaster, einfach nur um wirklich kleinere Schnitte, vielleicht im Finger-, Handbereich, Unterarmbereich sauber zu versorgen und nicht hier gleich einen großen Verband anlegen zu müssen. Primär nur für die Ersthilfe. Zum Thema Beatmungstuch. Die, was es noch nicht kennen, ein Beatmungstuch ist folgendes. Sie haben hier ein Gesicht aufgezeichnet und hier im Bereich des Mundes ist ein Bakterienfilter. Sie legen dieses Beatmungstuch, wie es ist, auf den Patienten, der einen Atem-Kreislauf-Stillstand hat, der wiederbelebt werden muss und können hier eine Mund-zu-Mund-Beatmung unter keimfreien und infektionsfreien Bedingungen durchführen. Zum Thema Beatmungstuch möchte ich dann noch kurz etwas erwähnen, aber primär eine Mindestausrüstung für die Erste Hilfe, weil es das Einzige ist, neben dem Beatmungsbeutel und der Maske dem Patienten keim- und infektionsfrei Luft zukommen zu lassen. Zum Thema Checkliste ist für mich ein ganz wesentliches Thema, weil, stellen Sie sich die Situation vor, Sie gehen am Berg, es ist heiß, Sie sind ausgetrocknet, Sie sind müde, Sie haben einen Hunger, 100 Höhenmeter unter dem Gipfel, finden Sie einen Verletzten. So, jetzt ist die Situation, eigentlich bin ich selbst fertig, bin müde, der Blutzucker ist nicht mehr dort, wo er sein sollte, also brauche ich irgendwo und vielleicht bin ich alleine und ich kann keine Frau und es ist rundherum keiner da. Und jetzt ist da eine Checkliste da, wie zum Beispiel diese, die mir einen ungefähren Weg zeigt. So, wie funktioniert überhaupt das Seitenlager? Wie war das nun mit dem Druckverband? Ah ja, genau, so war das mit der Schienung mit dem Unterarm. Nun, das ist mir ganz wichtig,
dass man dann einen gewissen Background auch hat, weil vielleicht der letzte 16-stündige Erste-Hilfe-Kurs 5, 6, 7 Jahre her ist und vielleicht die wenigsten, die was mit dem nichts zu tun haben, keinen Druckverband mehr gemacht haben seitdem. Und hier ist diese Checkliste einfach eine sehr gute Stütze und eine sehr gute Hilfe, um Laien zu unterstützen. Zum nächsten Punkt, Alu-Polsterschiene. Alu-Polsterschiene ist eine Aluminiumplatte, die umrundet ist mit einer Polsterung. Ich habe mir hier wieder erlaubt, die Firma Samsprint zu zeigen. Es gibt mittlerweile zig Alu-Polsterschienenfirmen. Auf jeden Fall eine gute Sache, um Gelenke schmerzfrei zu lagern, schmerzfrei vielleicht zu bringen, nicht immer, aber primär ebenso sehr vielfältig. Man kann vielleicht auch die Halswirbelsäule damit schienen. Es war heute ein Workshop darüber. Also wirklich ein gutes Stück und ich möchte jetzt gern zumindest Ausrüstung dazugeben, weil ich wirklich auch sehr viele Sachen damit machen kann. Überhaupt im Bereich der Skitouren ist das ein ganz klasses Gerät. Zum Thema Verbandschere ist zum Sagen, natürlich kann man sie, wenn ich jetzt einer bin, der was gerne ein Messer bei sich hat, ist es überdenkbar. Primär ist da zum Sagen, sollten Sie sich für eine Verbandschere entscheiden, eine Verbandschere nach Lister zu nehmen. Was bedeutet das? Die Verbandschere nach Lister hat vorne einen abgeflachten Kopf und verhindert so, dass Sie vielleicht das Fleisch des Patienten, wenn Sie eine Kleidung unterschneiden müssen oder den Verband wieder neu machen müssen, das zu verletzen. Das ist der große Unterschied. Also sollten Sie sich für eine Verbandschere entscheiden, keine Spitz-Spitz-Schere, wie man sie zu Hause hat, sondern wirklich darauf achten, dass vorne ein flaches Köpfchen ist und hier wirklich keinen Sekundärschaden zu erreichen. Eine elastische Binde, ganz normale elastische Binde, eine Mullbinde, die nicht selbsthaftend ist, kann man auch für viele Sachen wieder benutzen, hat den großen Vorteil, dass sie sich nicht wie die Fixierbinde elastisch zusammenzieht, sondern so bleibt, wie sie ist, außer sie wird recht durchfeuchtet. Wundverschlusspflaster dienen hauptsächlich dazu, feine Schnitte, feine Risse selbst zu versorgen, um eventuell hier die Blutung zu stoppen, haben mir beim Klettern schon mal sehr geholfen, weil ich mir hier einmal die Handinnenfläche verletzt habe. Wirklich ein gutes Produkt, funktioniert tadellos und hat wirklich seine Berechtigung in der Mindestausrüstung. Zum Thema Schmerzmittel. Ich werde Ihnen hier keine Empfehlung geben, was Sie am Berg mitnehmen sollen für Schmerzmittel. Jeder hat andere Unverträglichkeiten, vielleicht sogar Allergien. Jeder Körper ist anders. Sollten Sie sich dafür entscheiden, Schmerzmittel am Berg mitzunehmen, sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt. Generell in der ersten Hilfe gilt, ein Ersthelfer gibt dem zweiten natürlich kein Schmerzmittel. Ist logisch, weil ich nicht weiß, was der hat. Wenn ich ein Fan davon bin, mich eventuell meinen Muskelkater mit Schmerzmitteln zu überdachen, gerne sprechen Sie mit dem Hausarzt. Von mir heute keine Empfehlung, somit eigentlich auch nicht in der Mindestausrüstung, aber jeder soll es individuell für sich entscheiden, was ihm am Berg gut tut. Hier nochmal ganz kurz zum Thema Beatmungstuch. In den letzten ERC-Guidelines, was sind ERC-Guidelines? ERC-Guidelines sind Reanimationsrichtlinien, die in einem gewissen Intervall überarbeitet und evaluiert werden. Und der letzte Stand ist von 2015. Und hier steht, ich möchte auf den Satz hinweisen, falls Sie trainiert und imstande sind zu beatmen. Und das ist jetzt der große Punkt. Wenn ich das Beatmungstuch nie hernehme und das Beatmungstuch bei einer ersten Hilfepuppe 2 Minuten versucht habe zu benutzen, ist es nett, aber hat keinen effektiven Nutzen für den Patienten. Das Notfallbeatmungstuch dient dazu, dass vielleicht ein Ersthelfer von der Bergrettung hinaufkommt, der vielleicht, weil er bei der Einsatzgruppe schnell dabei war, nichts mit hat, weil er es einfach schnell gehabt müssen, dann hat der Ersthelfer etwas mit. Sollten Sie das regelmäßig üben oder aus dem medizinischen Bereich kommen oder vielleicht sagen, okay, ich mache regelmäßig meine Fortbildungen im Bereich der Ersten Hilfe, dann kann man das durchaus anwenden, wobei mir das imstande sind zu beatmen ganz gut gefällt. Am Berg, nach einer gewissen Tour, muss man sich das gut überlegen, ob ich allein
drücke und beatme, wenn ich eh schon aus der Puste bin. Sollten Sie sagen, nein, ich traue mir den Patienten nicht zu beatmen, dann nur Kompressionen durchführen. Das ist auch gerade up to date, das passt und es bringt dem Patienten mehr, wenn Sie eine effektive Herzdruckmassage durchführen, als wie Zeit zu verschwenden mit der Beatmung und dann funktioniert es erst recht nicht. Nur ein kurzer Input aus den ERC-Guidelines. Der nächste Punkt, ich bin bei einer ersten Hilfeschulung einmal gefragt worden, Dominik, dem Patienten haut es hin, der hat da Wunden, da ist ein Stana drin, da ist Erden drin, da sind Bladeln drin, wieso gebe ich dem eine sterile Wundauflage drauf? Was bringt das? Ich kann ja dem mein verschwitztes Hemd auch umwickeln und sagen, okay, das ist verbunden. Primär, wenn ich nichts anderes habe, und das ist eine stark blutende Wunde, natürlich da mit dem arbeiten, mit dem ich habe, das, was ich habe. Wenn ich eine keimfreie Wundauflage mit habe, man findet es in der Literatur, keimfreie Wundauflage, fixieren eine keimfreie Wundauflage, hat den Grund, keine weiteren Keime in die Wunde zu bringen. Also stellen Sie sich das vor, Sie verbinden die Wunde, es tropft vielleicht ein Schweißtropfen drauf, das verschwitzte Leibwall binden Sie da drüber, kann weiterer Folge zu verlängerten Krankenhausaufenthalten, zu schwerwiegenden Antibiotikagaben führen und, und. Also je sauberer als was Sie arbeiten, auch in der ersten Hilfe, kann dem Patienten in weiterer Folge sehr viel helfen. Also wird auch in der Literatur erwähnt, dass man keimfreie Wundauflagen hat und hat durchaus die Berechtigung, dass man es steril und keimfrei verbindet. So, das ist die große Frage. Ich als Endverbraucher gehe in ein Geschäft und sage zu dem Verkäufer, ich brauche erst die Hilfeset. Der legt mir 4 her, das billigste kostet 30 Euro, das mittlere kostet 45 Euro, das teuerste kostet 70 Euro. So, der Österreicher sagt, 70 Euro für das erste Hilfeset, mache ich nicht. Gibt es einmal gar nicht. So, das billigste kostet 30 Euro, das billigste ist nichts, das nehme ich nicht, also nehme ich das mittlere. Primär mal die österreichische Philosophie. Kann richtig sein, wenn man das richtig trifft. Vielleicht ist aber das billigere Set für meine Aktivitäten besser als das 40-Euro-Set und vielleicht ist eine Investition von 70 Euro sowieso das Nonplusultra, weil das trifft alle meine Aktivitäten. Und wie Sie vielleicht in den ersten Bildern gesehen haben, jeder macht was anderes am Berg. Einer geht klettern, einer geht wandern, einer liegt primär davon, Mountain zu biken und, und. Und jetzt möchte ich nur ganz kurz einen Überblick geben, was kann ich wann nehmen? Ich habe das in 3 Sachen gegliedert. Punkt 1 ist eine Tageswanderung. Für mich ist eine Tageswanderung, ich gehe auf meinen Hausberg. Mein Hausberg ist zum Beispiel der Untersberg, ich gehe da auf. Also es ist einmal ganz selten, dass man am Untersberg keine anderen Leute trifft. Es ist ganz selten, dass die Bergrettung vom Untersberg nicht gleich da ist. Und es ist ganz selten, dass ich nicht irgendwo, Hubschrauber oder eine Hütte in der Nähe habe. Das ist für mich eine Tageswanderung. Ich treffe andere Menschen, ich bin nicht fern der Zivilisation. Somit sind zum Beispiel diese Sets nur als Beispiel. Was ist drin? Leichte Grundausstattung. Verschiedene Pflaster. Kinder habe ich deswegen erwähnt, vielleicht wissen es ein paar. Der schmerzstillende Effekt eines Pflasters, wenn da ein Elefant oder vielleicht ein Clown drauf ist, ist gleich mal viel höher, als wenn man da so ein schieres, braunes Pflaster draufpickt, bei Kindern überhaupt. Natürlich, wie vorher erwähnt, Mullbinde, Wundauflagen, Erste-Hilfe-Anleitung wieder, Rettungsdecke, Dreieckstuch, Beatmungstuch, also das alles, was wir vorher erwähnt haben. Punkt 2, es wird spezieller. Wenn ich jetzt nicht nur wandern gehe, sondern ich mag klettern, ich gehe Skitouren, ich gehe Canyoning, muss ich mich mit dem Erste-Hilfe-Set beschäftigen. Ich muss mich befassen damit. Ich muss mir ungefähr durchdenken, was brauche ich wann und was kann wann passieren. Beim Canyoning-Beispiel kann das Set nass werden. So, dann brauche ich ein wasserdichtes Set. Das kann mir bei mehr Tagetouren auch passieren. Wenn ich zum Beispiel, wie gesagt, fernab jeder Hütte bin, fernab jeder Zivilisation, kann es schon mal schütten, ich vergiss meinen Überschutz vom Rucksack, auch wieder wasserdicht. Also wie gesagt, Skitour zum Beispiel ist hier das Set integriert mit einem Samsplint. Klettern ist hier zum Beispiel ein Chalkback. Ein Chalkback ist beim Klettern, das hat man hinten hängen und führt man den Kletterkalk ein, dass man wieder trockene Hände hat für den nächsten Griff. Ist integriert ein Erste-Hilfe-Set, ein kleines. Also man muss sich mit dem beschäftigen, man muss es daheim hernehmen und sagen, okay, was kann passieren und was erwarte ich von diesem Set?
Zusätzlich nur erwähnen, natürlich zusätzlicher Verbandschere, Samesplint. Zum Thema Medikamente, wie gesagt, Hausarztfragen. Aber hier wird schon spezieller und hier reicht natürlich ein kleines Tageswanderungs-Erste-Hilfe-Set, wo vielleicht zwei Pflaster, ein paar Verbände drin sind, natürlich nimmer. Und jetzt wird es ganz speziell. Wochentrekking und Expeditionen. Also hier sind natürlich die Experten am Werk, wenn ich mich jetzt entscheide, 3 Wochen durch Alaska zu gehen oder ich mache Kilimanjaro oder ich will irgendwo durch die Wüste, dann muss ich mich ganz speziell mit sowas befassen, weil dann brauche ich, oder ich gehe auf einen 8000er, ich würde auf einen 8000er etwas anderes brauchen, als wie in der Wüste. Und um das geht es mir eigentlich heute. Ich muss das Set hernehmen, ich muss mich damit beschäftigen und ich muss schauen, was tut mir gut. Und ein bisschen primär, wo sind meine Kameraden, was brauchen die? Wenn ich einen Diabetiker zum Beispiel mit habe, wie wir vorher gehört haben, die chronischen Erkrankungen, natürlich schmeiße ich einen Traubenzucker rein. Also Egomanen am Berg unter gewissen Graden ja, aber primär sind wir Gruppen- und Rudelmenschen. Also ein bisschen auf die anderen schauen und ein bisschen darüber nachdenken, was kann den anderen auch gut tun. Als Endverbraucher gehen Sie jetzt wieder in ein Geschäft und abgesehen vom Preis, für was brauchen Sie jetzt, also was schauen Sie jetzt? Das Set sollte Ausgabler übersichtlich und thematisch geordnet sein. Die Leichtsets ist natürlich ganz klar, das sind kleine Backerl, meistens nur zum Aufmachen, aber gute Sets, ausklappbar, übersichtlich und thematisch geordnet. Die Erste-Hilfe-Anleitung, die mir sehr wichtig ist, ist gut, verständlich und praxisnah. Es ist schön, wenn ich beim Set 5 Euro gespart habe, aber dann habe ich eine polnische Anleitung drauf. Und das Paket rundum zu schließen, ist natürlich vom Vorteil, weil es kann natürlich überall herausfallen. Zum Thema Ausbildung. Ich habe auch gesehen heute eine Folder draußen, dass die Salk Outdoor Ausbildungen anbietet. Ich habe es gefunden vom Roten Kreuz, ich habe es gefunden vom Alpenverein, ich habe es gefunden von den Naturfreunden. Also spezielle Outdoor-Erste-Hilfe-Kurse mit bestimmten Situationen, einerseits Tierbisse, giftige Pflanzen, Bewusstlosigkeit im Outdoor-Bereich, Wunden im Outdoor-Bereich. Also sollten Sie wirklich, und ich gehe mal davon aus, dass sehr viele Bergbegeisterte da sind, und der letzte Erste-Hilfe-Kurs ist lange her, denken Sie vielleicht darüber nach, das sind 8 Stunden oder vielleicht auch länger, die speziell auf diesen Bereich darüber eingehen und Ihnen vielleicht nochmal richtige Tipps und richtige Anleitungen geben, um Ihnen vielleicht einmal den Kameraden oder vielleicht irgendeinen Fremden gut und adäquat Erste Hilfe zu leisten. Ich habe in einige Firmen kontaktiert, insgesamt waren es 10, 3 haben geantwortet. Ich wollte Ihnen heute eine Produktübersicht gestalten. Ich wollte Ihnen sagen, was sind gerade aktuelle Erste-Hilfe-Sets am Markt. Ich habe draußen am Tisch. Von diesen 3 Firmen ist Antwort gekommen, ich lade Sie ein, kommen Sie mich besuchen, ich zeige Ihnen die Sets, was ich da habe, wir können darüber reden, wir können nur mal über den Vortrag reden. Fragen, die was haben, natürlich draußen nur gerne nachher beantworten, weil die Zeit doch relativ knapp ist. Also gerne draußen der Tisch, stehe jederzeit zu Ihrer Verfügung. Was ist das Fazit des heutigen Tages? Die richtige Erste-Hilfe-Packung für die richtige Tour. Wie gesagt, ich glaube, das war eindeutig eine Tageswanderung, ein Tageswanderungspaket für eine Alaska-Expedition ist doch ein bisschen zu wenig. Was auch noch sehr wichtig ist, bleiben Sie am Ball. Es gibt sehr gute Literatur im Internet, die ist kostenlos. Machen Sie vielleicht einen Erste-Hilfe-Outdoor-Kurs, schauen Sie, dass die Kameraden retten, weil stellen Sie sich vor, Sie kommen in Bedrängnis, brauchen von den anderen eine Hilfe und der hat keine Ahnung, was er tut. Und die Situation, glaube ich, ist absolut nicht schön. Und wenn da einer kommt, der was halbwegs eine Ahnung hat und gleich einmal mir einen Druckverband anlegt, macht das gleich einmal die Hälfte der Sorgen weg. Und der letzte Punkt, natürlich leisten Sie Erste Hilfe. Das ist ganz klar, schauen Sie nicht weg, gehen Sie nicht weiter, der ist angesoffen, weil er 3 Meter neben der Hütte liegt, das kann ganz was Schlimmes auch sein. Gell? Denken Sie auf das. Ich bedanke mich. Ich darf mich freuen, wenn ich da am Tisch draußen wieder ein paar Leute sehe. Schauen Sie sich die Erste-Hilfe-Sätze an und bei Fragen stehen Sie jederzeit gerne zur Verfügung. Dankeschön.